Ja, moin liebe Leute, da sind wir wieder mit dem zweiten Teil der NMJ NOHAB, der Altmark Grill. Und wie ihr sehen könnt, habe ich die Lok geöffnet. Ich nehme dazu so kleine Holz, ja, wie nennt man das, solche Umrührstäbchen. Ich denke, dass ihr das alle mal kennt. Wenn ihr bei irgendwelchen Schnellrestaurants seid mit diesem komischen Buchstaben in Rot, die haben für ihren Kaffee so kleine, dünne, schmale Holz-Umrührstäbchen für den Kaffee. Da habe ich mir immer mal so eine Handvoll mitgenommen. Und wenn man die vorne anspitzt, ich kann das ja nochmal zeigen, da habt ihr hier da diese Nasen und die muss man hier aus der Arretierung rausholen. Und wenn man die dann dazwischen steckt, zwischen Chassis und Lokkasten, und das viermal macht auf diesen allen vier Ecken, dann bekommt man den Lokkasten ganz schnell ab. Ne? Das ist à la Rocco einfach nur aufgesteckt. Oh ja, bevor ich es vergesse. Das war mir gerade schon aufgefallen, da hatte ich im ersten Video noch nichts zu gesagt. Wer das eigentlich kennt, oder fällt mir es jetzt nicht auf? Nee, ich kann es wirklich nicht sehen. Normalerweise sind ja die Kabinen immer nummeriert, 1 und 2. Hier aber nicht. Und um den Lokkasten wieder richtig drauf zu stecken, muss man das auch wieder richtig rum machen. Und da gibt es eigentlich einen ganz kleinen Trick. Da kann man sich ganz einfach dran halten. Und zwar, wenn man sich dann ein Foto nimmt von dem Original, zeige ich es hier jetzt mal, da hat man dann unten hier jetzt die Tanks und da so ein E-Kasten. So, wie habe ich es? Hier den Tank und den E-Kasten. So, dann habt ihr hinten da das Tuborg-Zeichen. Da kann man sich eigentlich ganz schnell dran orientieren und dann muss der Lokkasten so rum drauf. Warum? Wenn man ihn dreht, vorsichtig, wenn man ihn dreht, hat man hier nämlich keinen Tuborg. Dann hat man hier nämlich den Rentierschlittenwagen. Und ich habe das schon, wenn ihr das sehen könnt, hier markiert mit einer 1, da markiert mit einer 1 und einer 2 und da auch markiert mit einer 2, dass es wirklich idiotensicher ist, dass es nicht verdreht werden kann. Ja. Warum die das so gemacht haben, kann ich euch nicht sagen. Warum die Lackierung da diagonal drauf gemacht haben. Da müsste man den, der das entworfen hat, fragen. Weiß ich jetzt nicht. Ist auch egal. Aber so kann man sich das ganz einfach merken. Und was ich noch zeigen wollte, innen drin sind so ganz kleine feine Drähte. Und ich denke mal, dass das hier für die, ich denke mal, dass das für die, sage ich es jetzt richtig? Ich muss eben selber angucken. Das für die Nasenbeleuchtung ist oder geht die, nee, die geht auch mit hoch oder wird es Kabinenbeleuchtung sein? Ich weiß es nicht. Muss ich gleich testen, dann kann ich es euch genau sagen. So, und hier seht ihr dann den Aufbau der Chassis. Ne? Eigentlich alles ganz simpel gehalten. Diese beiden Kontaktflächen auf der Hauptplatine, da fallen dann die beiden oder die vier Drähte drauf, die ich gerade gezeigt habe, die ihr in einem Lokkasten sehen konntet. Die Hauptplatine eigentlich relativ einfach und simpel gehalten, wie ich nichts Großartiges. Und jetzt nehmen wir mal den Dummy raus. Hier, der sitzt aber auch wieder. Der sitzt aber auch wieder fest. Halleluja. So, den legen wir zur Seite. Dann nehmen wir den lieben ESU-Kollegen, stecken den wieder rein und dann haben wir die Lok schon digitalisiert. Hier ist werkseitig jetzt schon ein Lautsprecher verbaut.
Hier kann man auch noch was, aber da ist keiner verbaut. Hier könnt ihr sehen, hier ist ein Lautsprecher verbaut und das ist leer. Da sitzt nichts drunter. Warum man dann hier so wieder so einen alten Runden genommen hat, da will ich mich mal lieber nicht zu äußern. Und das ist auch so ein bisschen, wo sich wahrscheinlich viele drüber mokieren werden, dass der Sound nicht richtig vernünftig, also in der Werksausführung nicht vernünftig rüberkommt, weil es einfach nicht klingen kann mit so einem Runden. Das ist einfach so. Da muss man auch ehrlich sein. So, jetzt stellen wir den Kollegen mal oben aufs Gleis und fahren mal mit der Werkseinstellung. Hatte ich erzählt, ne? Zwei Haftreifen hat der Kollege. Diagonal auf der letzten Achse. So, jetzt muss ich die Kamera eben wieder umstellen. Ja. Dann muss ich hier meinen Kollegen eben anmachen. Ja, weiß ich. So. Die schön leise, kann man nicht anders sagen. So, was ist jetzt Fahrstufe 1? Moment. Das ist Fahrstufe 1. Ein richtiges, angenehmes Geräusch. Gar nicht mal so ein Fiepen, wie man das von den normalen kennt. Weil dies ist kein V5er, das ist ein V4er. Ja. Ah! Da geht mir Licht auf. Aber ich sehe schon gleich was. Seht ihr das? Rot geht gleich mit an. Das ist wahrscheinlich F1. Ja, F2, könnt ihr es sehen? F2 ist, Quatsch, jetzt laber ich schon wieder Unsinn. Jetzt mache ich das Licht mal aus. So, jetzt fahre ich den mal ein bisschen in die Mitte. Andere Richtung. So, jetzt kann man das, glaube ich, auch besser sehen. So. Jetzt steht er auf rückwärts. Warte mal. Was ich jetzt zeigen wollte, ist die Lampe, die jetzt an ist. Das ist F1. So. F1. Und ich denke mal, dass es das dritte Spitzensignallicht ist. Wenn ihr guckt, ist das fahrtrichtungsabhängig geschaltet. So. Jetzt machen wir F1 mal aus. Jetzt machen wir F0, normale Beleuchtung an. So. Jetzt fährt er im Vorwärts. Jetzt könnt ihr sehen, da ist Licht an und hinten gleich rot mit. Wollen wir ja eigentlich unabhängig haben. Ich meine, es geht, kann man machen. Aber ich finde es immer schöner, wenn man das unabhängig hat. Aber das kann man ja programmieren. So, jetzt gehen wir mal auf rückwärts. Dann haben wir das Ganze genau umgedreht. Ja? So, wenn man jetzt F1 dazu nimmt, jetzt haben wir das zweite Licht. So, jetzt ändern wir die Fahrtrichtung. Was, jetzt sind da zwei Lichter an. Ne? Alles ganz einfach. Alles ganz einfach. Und dann denke ich mal, jetzt muss ich die Kabine erst wieder draufsetzen. Ja, kann ich machen. Ich kann jetzt die Kabine draufsetzen. Vorsichtig. Ja.
F1 ist die fährt richtig geil. Auch die rote Beleuchtung. Kann ich mal zeigen. Boah, das kann man so lassen. Das ist gar nicht mal so schlecht. Jetzt ändern wir die Fahrtrichtung. So, jetzt nehme ich mal F1 weg. So, dann hat man nämlich nur F0 weg. Jetzt wollen wir mal gucken, was die Führerstands, das garantiert die Führerstandsbeleuchtung. So. Ja. F2 ist Führerstandsbeleuchtung. Dann fahren wir ein Stück weiter. Dann denke ich mal, dass F3. Ja. F3 ist die Kabinenbeleuchtung. Also alles super schick und toll. Alles funktioniert so, wie es sein soll. Also F0 ganz normal Beleuchtung, F1 Spitzensignal oben dazu geschaltet, F2 Kabinenbeleuchtung vorwärts, also Kabine 1. Also ist das hier jetzt 2. Oder sag ich es jetzt verkehrt? Moment, muss der natürlich aus, weil ich habe ihn jetzt in vorwärts stehen. Ja. Das passt auch, ja, dann habe ich recht. Dann ist das hier Kabine 2. Und dann ist das hier Kabine 1. Jetzt habe ich es natürlich genau im Lokkasten verkehrt rum reingeschrieben, aber das ist ja scheißegal. Das ist ja nur, damit man die Orientierung behält. Ne? Also das finde ich auch merkwürdig. Ich kann noch mal gucken auf dem Originalfoto. Nee, finde ich auch nicht irgendwie. Kabine 1 oder 2. Nee, nicht zu finden. Naja, macht auch ja nichts. Dann wissen wir das jetzt, ja? Der versierte Modellbauer, der kriegt das ja raus. Also ich bin begeistert, wie die läuft. Also die läuft richtig, richtig, richtig gut. Alter Schwede. Die läuft richtig gut. Alter Falter. Ich bin richtig begeistert. Das Summen, das geht auch noch. Das kann man auch alles so lassen. Das ist jetzt hier schon Fahrstufe 28. Also die gefällt mir richtig, richtig gut. Da kann man sagen, was man will. Das ist Fahrstufe 1. Da tun sich andere Loks wesentlich schwerer. Ja. Ja. Ja, also Fazit. Richtig, richtig geile Lok.
wirklich, muss ich sagen, auch die Lackierung. Also ich bin da wirklich von begeistert. Das Blau kommt jetzt im Video heller rüber, wie es ist. Es ist wirklich dunkler. Das ist so ein, ja, was ist das für ein Blau? Das ist, ja, soll ich sagen, Enzianblau. Das ist kein reines Blau, so wie man es kennt. Ja? Aber ich finde es richtig, richtig schick. Das sieht richtig geil aus. Ne? Ob man es so mag oder nicht, sei dahingestellt. Aber ich bin begeistert von der Lok, auch wie sie läuft, wie sie verarbeitet ist. Also ich konnte bis jetzt hier keinen Mängel entdecken. Nein. Nee, ich gucke jetzt gerade noch mal. Auch die Bedruckung, die ist wirklich absolut klar. Ne? Auch diese silbernen Abdeckungen da, das hat die echte auch. Also die haben wirklich alles nachgebildet, was man kann. Das ist schon nicht schlecht, Leute. Puffer waren sogar, glaube ich, Federn. Genau, ja, hier. Puffer sind federnd gelagert. Ja, also richtig, richtig schick. Richtig schick. Also ich bin begeistert von dem Modell. Wirklich. Ist zwar nicht, ja, was soll ich sagen? War natürlich nicht gerade ganz billig. Wer die Modelle kennt, weiß ja, wo die Preise liegen. Ne? Aber auch jetzt wieder für diese Verarbeitung und wie die aussieht, die ganze Haptik, das ist. Also, ihr wisst ja wahrscheinlich, ich bin wirklich kritisch mit Loks, sage ich ehrlich, gebe ich zu. Wenn ich irgendwas in der Hand habe, begucke ich das richtig und teste das auch vernünftig, dass ich sage, ja, das ist das Geld wert. Ja, weil ich, wer meine Videos kennt, ich habe ja auch gewisse Loks gehabt in der Vergangenheit, wo ich überhaupt nicht mit zufrieden war. Die auch alle wieder konstant oder direkt zurückgehen zum Händler. Ja, da will ich mich gar nicht mit aufhalten. Und das hätte ich bei dieser auch gemacht. Es ist nicht jetzt, dass ich die so unbedingt, ne, wenn da irgendwelche Fehler gewesen wären, ne, auch mit dem Schneeräumer da gerade, okay, das sind kleine Sachen, das kann man da so wieder reinstecken. Ich meine, ist zwar nicht schön, aber man muss ehrlich sein, das sind Sachen, die können passieren. Die können passieren. So, also mein Fazit für diese Lok zumindest, die ist ihr Geld wirklich wert. Ja. Also wenn ihr das Ding vor euch stehen habt, Wahnsinn. Wahnsinn, wirklich. Ich wollte schon immer eine haben, aber wie das dann im Leben so immer ist, dann kommt man da drüber weg oder irgendwie kommen dann wieder andere Sachen nicht. Bin ja dann auch, wenn ihr das wisst, hauptsächlich da mit meinem US-Modellen da am Gang. Aber dies hier, das flasht mich richtig. Also. Aber man muss auch dazu sagen, das ist natürlich ein Modell. Ich will mal vorsichtig sagen, also das ist wie ich. Man muss da vorsichtig mit umgehen. Da darf man kein Grobmotoriker sein. Ne? Also da sind so viele delikate Teile dran. Man muss da schon aufpassen. Aber geil. Je länger man die anguckt mit dem Blau, das sieht so geil aus. Da will ich gar nicht wissen, wie die echte aussieht. Die ist bestimmt noch heftiger. Einzige, was man jetzt bemängeln könnte, das ist wirklich Jammern auf ganz, ganz, ganz hohem Niveau, dass da natürlich kein Lokführer drin sitzt in der Kabine. Da könnte man rüber, aber wie gesagt, der findige Modellbauer, der kriegt das auch hin. Wer ein bisschen Gefühl dafür die Sachen hat, der wird das auch voreinander kriegen. Das Licht ist gut, wirklich. Fahreigenschaften hervorragend. Auch die Schnittstelle mit der Platine super, wirklich super gemacht. Okay, die Lautsprecher. Da bin ich mal ehrlich, wenn ich wirklich noch auf Sound umbaue, das weiß ich jetzt noch nicht. Da kommen da bestimmt.
andere Lautsprecher rein. Das wisst ihr ja wahrscheinlich, welche ich meine. Aber garantiert werden die nicht rund sein. Nein. Die werden garantiert vier Ecken haben. Oder acht Ecken haben, je nachdem, wie man sieht. So, ich hoffe, dass ich da euch ein bisschen mit helfen konnte, wie sowas auch von innen aussieht, weil das, komischerweise, hatte ich da noch kein Video gefunden über eine NMJ NoHub, wie die von innen aussieht, wie die aufgebaut ist. Ja, wie gesagt, zwei Haftreifen diagonal auf der letzten Achse. Entschuldigung, kann man mit leben, aber naja, gut. Kommt der Zugkraft zugute. Auf alle Fälle Stromabnahme auf allen 12 Radsätzen oder Radscheiben. Damit wird die wohl keine Stromprobleme haben. Also ich finde es ein tolles Modell. Ich kann es euch nur anraten. So. In dem Sinne, schönen Tag noch und bis demnächst und tschüss.